zwei Rallye-Weltmeister, Christoph Geisthofer und Walter Röhrl, heute hier bei dieser vorweihnachtlichen Feier von dem Royal Club von Prinz Polly von Bayern. Christian, Walter, ihr zwei, zweimal Weltmeister. Und was war euer schönstes Rennen, was ihr gemeinsam erlebt habt? Gar nicht so einfach, die Frage. Also für mich vielleicht schon, weil ich immer ja nur geträumt habe, einmal Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Und der erste Sieg bei der Monte Carlo war sicherlich für mich das Schönste in meiner Karriere. Christian, und für dich? Ja, wie gesagt, was der Walter auch schon angeführt hat, es gibt so viele tolle Momente. Wenn man 11 Jahre zusammen ist, passiert so viel Gutes wie Schlechtes. Und da jetzt irgendwas rauszugreifen, fällt mir also wirklich schwer, weil die Highlights einfach so viele waren. Walter, mit ihm hast du ja einen richtig guten gehabt, weil du hast ja ein bisschen auf ihn verlassen, so wie er sich auf dich verlassen hat müssen. Ich habe nicht einen richtig guten gehabt, sondern ich habe den besten gehabt. Das ist ganz wichtig. Und es ist natürlich auch, anders kann man die Erfolge nicht erringen. Wir sitzen zwei im Auto, die gehören zusammen und den Erfolg haben wir zusammen erfahren. Christian, du musst dich ja voll verlassen auf ihn, du kannst dich gar nicht eingreifen. Ja, das ist Bestandteil des Jobs, aber man muss halt immer die Informationen liefern, gewisse Gelassenheit mitbringen, ohne eben dabei schluderhaft zu werden, sondern das ist schon alles hohe Präzision und sich da drauf zu konzentrieren, ist nicht ganz einfach, aber wir haben es gut hingekriegt und war extrem tolle Zeit. War da einmal ein bisschen Angst dabei? Die Angst fährt immer mit, weil wenn es keine Angst gibt, bist du ein bisschen blöd. Also da muss man schon mit beiden Füßen am Boden stehen und alles auch entsprechend ernsthaft machen, weil sonst geht das nicht. Walter, wir haben ja heuer dich das eine und andere Mal gesehen, ob bei der Solitude oder bei der DTM mit dabei. Es ist ja gerade momentan ein richtiger Umbruch in der DTM, in der ADAC GT Masters. Wie siehst du aus deiner Sicht? Also generell muss ich sagen, was der Gerhard die letzten Jahre gemacht hat, das war unheimlich wichtig, der Gerhard Berger. Er hat ein bisschen Leben wieder hineingebracht in die DTM und jetzt obliegt es dem ADAC daraus, wieder was Vernünftiges zu machen. Ja, man hat ja gehört, also die ADAC möchte die DTM Klassik und die deutsche Rennsportmeisterschaft ja wieder in dieser Serie aufnehmen. Wie siehst du es? Ist es möglich? Machen Sie es? Also ich bin der Meinung, dass ich immer wieder feststelle, dass vielleicht die klassischen Autos fast mehr Freunde haben wie die modernen Autos. Und so gesehen wäre es sicherlich ein ganz cleverer Schachzug, wenn man wieder die alte DTM mit ins Boot nimmt. Könnte es möglich sein, dass du 2023 mal in einem Cockpit sitzt? Ich glaube, in meinem Alter, da denkt man an Sterben, nicht ans Autofahren. Christian, du hast ja sehr viel miterlebt in der Zeit, wo ihr zusammen Rallye gefahren seid, wo ihr Weltmeisterschaft gewonnen habt. Gibt es ein Highlight, wo du sagst, das war der schönste Augenblick für mich? Jetzt sage ich ganz was Komisches, weil das ist völlig neutral. Das ist 1980 bei der Siegerehrung gewesen, vor dem Fürstenpalast, wo ich der Fürstin, sprich Grace Kelly, ganz unverschämterweise die Hand geküsst habe. Das war was Außergewöhnliches. Ich habe damals mit dem Herbert Völker so mal kurz besprochen, wie das geht und so. Weil in Bayern ist der Handkuss nichts, was so gang und gäbig ist. Aber er hat dann gesagt, das kannst du nicht bringen unter freiem Himmel und gegen das Protokoll und so. Da habe ich gesagt, ja, ist schon gut und habe es halt dann gemacht. Ja. Ja, Christian Geisthofer. Walter, du hast auch bestimmt eine Anekdote, die was du erzählen kannst, deine schönste Geschichte gemeinsam mit Christian. Ja, bei mir ist es nicht ganz so einfach, weil ich bin einer, der bewusst nicht so viele schöne Erlebnisse wahrnimmt. Ich bin dazu sehr immer im Stress gewesen in meiner Laufbahn. Wenn ich da überlege, was kann ich da sagen? Nochmal dieser Sieg, 84 mit dem Audi. Ich war Neuling im Allrad. Ich bin gegen drei etablierte Audi Quattro-Fahrer gefahren, darunter auch den Blomqvist. Und das dann auf Anhieb zu schaffen, das war auch für mich so ein bisschen ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, okay, anscheinend bist du doch ganz gut. Vorher habe ich immer wieder daran gezweifelt. Ja, zwei Helden. Wir bedanken uns herzlichst für dieses Interview. Jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Schöne Grüße nach Hause. Alles Gute.